Liebe Fans von Ostsachsen TV, liebe Wirtschaftsregion Dresden, liebe Freunde des deutschen Businessmagazin TV, wir sind hier zu Gast beim Jahresempfang des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft und bei mir sitzt die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und heute treffen auch ein Stück weit zwei Welten aufeinander, denn Bernd Kiesewetter und ich, wir machen ein neues Sendeformat, zwei Welten treffen aufeinander, wir müssen miteinander reden. Was gibt es zu besprechen mit der Familienministerin, mit der Wirtschaft und der Politik? Also erstmal finde ich gut, wenn Politik und Wirtschaft zusammenkommen und sich auch austauschen, wie man eine gute öffentlich-private Partnerschaft finden kann, wie Wirtschaft und Politik und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten können. Und natürlich als Familienministerin habe ich das Thema, wie können wir eigentlich familienfreundliche Wirtschaft auch unterstützen und fördern? Wie gelingt Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und wie schafft man es, dass Unternehmen erkennen, dass Familienfreundlichkeit längst kein Nice-to-have mehr ist, sondern ein echter Standortfaktor in Zeiten von Fachkräftemangel und in Zeiten, wo wirklich wir schauen müssen, wie kriegen wir es eigentlich hin, unsere Leute einerseits zu gewinnen oder auch zu halten im Beruf oder vielleicht sogar zurückzugewinnen. Jetzt haben wir und feiern dieses Jahr ein neues Jahrzehnt. Wir feiern aber auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Inwiefern spielt die Familie bei der Wiedervereinigung und auch dieses fantastische Datum mitunter eine Rolle? Naja, also ich erlebe, dass Familien, die in Ostdeutschland geboren sind oder einen Teil der Familiengeschichte in der DDR verbracht haben, alle diesen Bruch in der eigenen Lebensbiografie haben. Das davor und danach, vor der Wende, nach der Wende, vor dem Mauerfall, nach dem Mauerfall. Und dieser Bruch, der hat Familiengeschichten auch geprägt. Es war eine Zeit, in der sich alle auch in ihrer eigenen Lebensrealität ja vollkommen verändern mussten und auch anpassen mussten. Und ich habe selber ostdeutschen Migrationshintergrund, wenn man so, ich weiß das aus meiner eigenen Familie. Und das sind Zeiten, wenn alles anders wird drumherum, dann ist die Familie eben besonders wichtig, auch zu stehen und so ein bisschen Stabilität zu geben. Und das ist in vielen Familien ja auch erschüttert worden, wenn Menschen Arbeit verloren haben, wenn sie sich vollkommen neu orientieren mussten. Und ich finde immer wichtig, dass wir an der Stelle auch sagen, in den letzten 30 Jahren ist ja unheimlich viel geschafft worden. Es haben Menschen auch diese Veränderungen gemeistert. Und gerade in der Wirtschaft ist so viel passiert, auch in Ostdeutschland, nach der Abwicklung vieler alter Betriebe, die dann aber sich wieder auch neu gefunden haben, wo neue Unternehmensgründungen auch da waren. Und das kann man gar nicht hoch genug schätzen, was da geleistet worden ist in den letzten 30 Jahren. Und darauf können die Menschen, aber auch gerade auch die Familien stolz sein, die in diesen Zeiten auch zusammengestanden haben. Absolut, ein wunderbares Plädoyer. Bernd Kiesewetter ist einer der erfolgreichsten Podcast-Produzenten für das Thema Mission Verantwortung. Und er ist damit seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt, beziehungsweise hat ein fantastisches Buch geschrieben. Deswegen übergebe ich das Mikrofon mal an Bernd. Bernd, hast du noch eine Frage an die Bundesfamilienministerin? Eine Frage brennt mir auf dem Herzen nach diesem fantastischen Plädoyer. Mein Thema ist, wie gesagt, das Thema Verantwortung. Und wenn Sie so darüber sprechen, was in den letzten 30 Jahren gerade insbesondere geleistet wurde, wo würden Sie sagen, ist der Schlüssel für die Verantwortung? Wer trägt den größten Anteil an der Verantwortung für den Teil bis jetzt und für die Zukunft? Ich glaube, wenn wir es schaffen, eine Haltung in der Gesellschaft zu erzeugen, bei der jeder und jede sich auch ein Stück weit verantwortlich für unser Land fühlt, wo es eben also auch nicht nur immer die Diskussion gibt, was muss der Staat alles machen. Also der Staat muss natürlich viele Dinge tun, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir auch sagen, jeder Einzelne trägt auch ein Stück Verantwortung. Und du kannst dich jeden Tag entscheiden, ob du deinem Nachbarn einen schönen guten Tag wünschst und deinen Müll dahin tust, wo er hingehört. Mhm. Ob du anderen hilfst, ob du deine Kinder gut versorgst, ob du einfach an mehr denkst und dich für mehr interessierst als nur für dich selber. Und das kann jeder Einzelne. Und jeder Einzelne von uns kann einen Unterschied machen. Und deshalb ist für mich Verantwortung etwas, das auch jeder und jede für sich wahrnehmen muss. Und wenn wir das alles zusammentun, dann kann auch was Gutes draus werden. Nun hat ja nicht jeder die gleiche Kraft für die Selbstverantwortung, ja, wenngleich ich Ihr Plädoyer sehr schätze. Aber wo würden Sie sagen, ist der größte Anteil? Ist er in der Wirtschaft, ist er in der Politik oder wer trägt die Hauptverantwortung? Ich finde wichtig, dass wir, wenn wir darüber reden, wie wir Menschen unterstützen können, die, wie Sie sagen, das vielleicht nicht aus eigener Kraft schaffen, dann glaube ich, brauchen wir einen Sozialstaat, der eben
Menschen begleitet und befähigt und nicht nur versorgt. Also das Ziel muss immer sein, dass Menschen auch rauskommen aus einer Abhängigkeit von Sozialleistungen. Ich glaube, nur so kann das auch auf lange Sicht funktionieren. Denn alles, was wir geben an Unterstützung für Menschen, die diese Hilfe brauchen, das muss ja auch erarbeitet werden. Und das wird nun mal durch die Wirtschaftskraft auch erarbeitet. Und der Wohlstand, den das Land hat, der muss irgendwo herkommen. Und deswegen glaube ich, ist das eine geteilte Verantwortung, die wir auch ganz klar in der Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft sehen müssen. Das denke ich schon. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir da auch in der Wirtschaft diese Verantwortung sehen. Dass also Wirtschaftsunternehmen sagen ja manchmal, ja, wenn wir so viel Steuern zahlen müssen, dann ist das nicht gut und so weiter. Aber ich glaube, dass es allen dient, wenn wir einen Sozialstaat haben, der Menschen wirklich befähigen kann und der dafür sorgt, dass jedes Kind, was in Deutschland groß wird, auch seinen Weg machen kann, selbstbestimmt und frei leben kann, für sich selber sorgen kann, einen Beruf ergreift. Das sind ja alles wichtige Voraussetzungen. Das wäre ein schöner Ansatz, ja, wenn wir das schaffen. Damit es dem Land dauerhaft gut geht. Mhm. Ja. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es würde mich freuen, dieses Gespräch mal speziell zu diesem Thema auch zu vertiefen. Und die Zeit ist begrenzt. Wir haben eine kleine Aufmerksamkeit noch. Der Adeli Award steht an in Dresden. Und eine Unternehmerin aus Sachsen wird wieder mal gekürt nach 5 Jahren auf dem Markt für ihre Leistung. Wie wichtig ist es, noch mehr Frauen in die Wirtschaft und vor allen Dingen auch Familien, Unternehmen zu stärken, dass Frauen die Verantwortungsrolle in Unternehmen führen? Ist das auch eine Aufgabe der Familienministerin mitunter? Auf jeden Fall. Ich bin ja auch Frauenministerin. Wir haben das Thema Gleichstellung ganz besonders in diesem Jahr auf der Agenda, eigentlich immer. Aber wir haben 2020 wirklich ein gleichstellungspolitisches Jahr. Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Da wird das Thema Gleichstellung einen Schwerpunkt bilden. Wir werden bei der Frauenkonferenz in New York und Paris dieses Jahr mit dabei sein. Und wir wollen gerade auch das Thema Frauen in Führungspositionen voranbringen. Und wir sehen es in der deutschen Wirtschaft. Da ist wirklich noch Aufholbedarf. Wir haben, wenn man sich die Chefetagen der großen deutschen Unternehmen ansieht, dann sehen wir, dass wir um die 7% Frauen in den Führungsetagen haben. Das ist schon so, dass eben weit über 90% Männer in den Vorständen der deutschen Unternehmen sitzen und auch in sonstigen Führungsetagen sind die Frauen eben selten anzutreffen. Und das kann nicht daran liegen, dass sie weniger begabt, talentiert oder befähigt sind, sondern da müssen andere Dinge sein. Und deswegen ist mein Appell auch an die Wirtschaft, sich da wirklich auf den Weg zu machen. Ich glaube nicht daran, dass reine Männer Teams erfolgreicher sind, sondern unsere Erfahrung ist, gemischte Teams sind erfolgreicher und wir müssen dafür alles tun, dass in sämtlichen Ebenen eines Unternehmens auch Frauen mit dabei sind und auch Verantwortung übernehmen. Und wenn wir eine hohe Erwerbsquote von Frauen haben, dann müssen wir vielleicht in ein paar Jahren auch nicht mehr über die Lohnlücke und die Rentenlücke sprechen und die Frage, wie wir eigentlich Frauen in Führungspositionen bekommen, sondern dann haben wir insgesamt erfolgreichere Teams. Und das wünsche ich mir und dafür arbeiten wir auch. Und wir wollen auch bei uns, bei den Bundesbehörden mit gutem Beispiel vorangehen. Denn wir wollen nicht nur die Wirtschaft auffordern, sondern selber auch was tun. Wunderbar, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir lassen das so stehen, weil der Appell ging nicht nur an die Wirtschaft, ich glaube auch an die Politik. Auch Parteien müssen immer wiederum ringen um Führungskräfte in weiblicher Form. Ja, bei der SPD gibt es eine ganz klare Quotierung, ne? Da ist das genau pari pari. Finde ich ja auch gut so. Jetzt kratzen die aber mehr an der 5%-Hürde, als dass sie irgendwie über die 30-35% noch sprechen. Also, ja, also die Grünen haben ja auch eine Quotierung und ich glaube, das ist ja unabhängig von Prozentangaben, sondern es geht einfach darum, dass in den Parteien das sehr unterschiedlich gehandhabt wird zum Thema, wie schafft man es eigentlich, dass Frauen auch in der Politik mit gleichermaßen vertreten sind. Und insofern glaube ich nicht, dass in der Frage, wie viele Frauen mit dabei sind, die Begründung dafür liegt, dass eine Partei erfolgreicher oder weniger erfolgreich ist. Ich kriege jetzt Mecker, weil wir haben gnadenlos überzogen. Ich könnte mich noch ewig unterhalten mit Ihnen. Ja, also wir werden das vertagen. Vielleicht in eine neue Talkshow von uns, 2 Welten treffen aufeinander. Wir werden Sie definitiv einladen. Vielen, vielen Dank.